Du musst das Silo warmen. Was kannst du tun? Also du stehst am Silo, stellst fest, Thermometer, oh, Kanten sind warm, Oberfläche ist warm. Wir haben ja auch Sommer. Aber was kann man tun? Das Problem ist erstmal eine erhöhte Temperatur im Silostock drin, befeuert das die weitere Erwärmung tiefer im Silostock. Weil pro 10 Grad mehr Temperatur sich die Teilung eben verdoppelt, bedeutet das, dass ein einmal sich erwärmtes Silo viel instabiler ist und viel weniger Zeit hat. Und ganz logisch, warme Silage dürfen wir nicht verfüttern. Jetzt gibt es manchmal Betriebe, die setzen ein Propionsäure, die sie an die Anschnittfläche sprühen. Pro und Contra, pro, netter kosmetischer Effekt. Die Anschnittfläche sieht toll aus. Contra, wir haben überhaupt gar keine Silostabwirkung im Silostapel selbst. Also Aulendorf hat es mal gemessen. Die hatten eben in dem Bereich 0 bis 3 Zentimeter an der Anschnittfläche erhöhte Propionsäuregehalt. Schon bei 3 Zentimeter hinter der Anschnittfläche war überhaupt gar nichts mehr messbar an Propionsäure. Und die Nacherwärmung, die Problematik, die Entwicklung der Hefen findet ja in einem Bereich 50, 80, 100 Zentimeter hinter der Anschnittfläche statt. Also, dass ich vorne die Anschnittfläche einsprühe, sieht toll aus, hat aber keinerlei Wirkung, ist sehr belastend für die Mitarbeiter. Und Arbeitsschutz brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn einmal der Wind von der falschen Seite kommt und man so einen Propionsäurenebel ins Gesicht bekommt, dann ist auch ganz schnell Ende. Also nicht wirklich ein Erfolg. Man sollte auch die Silos nicht wieder zudecken, weil ich sowieso keinen Sauerstoffabschluss schaffe. Im Gegenteil, unter der Folie entsteht so ein richtig schön feuchtwarmes Mikroklima. Das ist ideal für Schädlinge, also einen richtigen Puma-Zwinger-Effekt. Und unter der Folie fängt dann der Schimmel richtig an zu wachsen, weil da ist es feucht, da ist es warm, da ist genügend Sauerstoff, sind genügend Nährstoffe. Und dann explodiert das Ganze da am Silostapel und dann haben wir überhaupt gar nichts gekonnt. Also besser eher ein bisschen offen lassen, damit man wenigstens nicht diesen Stauwärme und Staufeuchtigkeit darunter hat. Im Grunde genommen ist das Silo warm, hast du so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also es gibt da kein Mittel, was man machen kann. Man hängt irgendwo zwischen Pest und Cholera. Und das eine ist eben, Cholera heißt täglich warme Silage abräumen und entsorgen. Oder das andere ist eben, bis hinter die Erwärmung die Silage entnehmen. Und vielleicht findest du noch eine Biogasanlage, die das kauft. Also den Verlust hast du so oder so. Auf der einen Seite ist täglich Arbeit und man sieht es jeden Tag. Das andere ist, man nimmt einmal eine große Menge raus und hat einmal eine große Menge, die weg ist. Der Verlust ist so oder so da, weil der Schaden und die Ursache für die Probleme ist viel, viel vorher, nämlich beim letzten Silieren. Was kann man noch machen, wenn vorrangig die Kanten das Problem sind? Die Kanten erst noch stehen lassen und dann sehr großzügig verkaufen. Wie gesagt, vielleicht findet man eine Biogasanlage, die es übernimmt. Wenn der Vorschub das Problem ist, wenn ihr also viel zu breite Silokammern habt, dann kann es durchaus sinnvoll sein, nur die Hälfte der Silokammer überhaupt zu füttern und die andere Hälfte stehen zu lassen. Wenn es richtig gut verdichtet ist, dann dringt Sauerstoff, Pilze und alles 30, 20, 30 Zentimeter ein. Dann habe ich also einmal die Anschnittfläche, die ich mit 30, 40 Zentimeter entsorgen muss und die stehen gebliebene Kante, die ich dann entsorgen muss. Das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also toll ist beides nicht. Man muss im Vorfeld arbeiten, man muss eben im Vorfeld sehen, dass die Silos richtig gut verdichtet sind, dass sie gut zugedeckt sind, dass sie ausreichend Gärsäuren enthalten, dass sie stabil sind, dass sauber entnommen wird. Dann brauche ich hier zwischen Pest und Cholera mich gar nicht entwickeln. Also ja, warme Silagen nicht verfüttern. Um zu retten, was zu retten ist, wirklich sich die Arbeit machen, minimalst aufdecken, maximal 2, 3 Tage oder weniger bei Regen. Die Entnahmetechnik optimieren. Pfadlos, kauft eine vernünftige Entnahmetechnik. Und zwar die, die morgen auf dem Hof ist, damit ihr morgen anfangen könnt, ordentlich zu füttern und nicht irgendwie mit einer Schaufel oder Greifschaufel rausreißen. Stellt eine Schaufel neben das Silo, dass jeden Tag alle Futterreste, die locker da vorne vorliegen, zusammengefegt werden und sauber entnommen werden. Und versucht irgendwie den Vorschub zu erhöhen. Vorschub erhöhen bedeutet eben, dass man weniger Zeit braucht, bis man an dem Bereich angelangt ist, wo es das Ganze machen wird. Und eventuell, wenn es wirklich geknallt hat, Entnahme der Silage, bis man hinter die Erwärmung kommt, bis das Ganze wieder kalt wird, weil die Erwärmung beschleunigt die Erwärmung. Eventuell Verkauf an eine Biogasanlage, wenn man da eine findet. Und dann muss ich natürlich alle Maßnahmen, die oben stehen, ergreifen, um die neuerliche Erwärmung zu verhindern. Es bringt nichts, einmal wegzufüttern, bis es kalt ist, eine stabile Woche zu haben und dann geht das Ganze wieder von vorne. Also was kann ich tun, um Erwärmung zu minimieren? Das beginnt eben bei der Silierung, wie gesagt. Die Verdichtung bestimmt die Eindringtiefe der Luft. Je besser verdichtet, umso weniger tief dringt der Sauerstoff ein,
umso weniger Zeit haben die Mikroorganismen Schaden zu machen. Dann geht es eben Zeitminimierung, indem wir Vorschub maximieren und Entnahmetechnik optimieren, also versuchen, den Verbrauch zu erhöhen und die Entnahme verbessern über eine bessere Silobewirtschaftung. Und der dritte Bereich ist eben die aerobe Stabilität in Stunden. Die ist entscheidend, ob die Silage bis zur Entnahme und bis zur Verfütterung stabil bleibt oder vorher hochgeht. Die können wir aber entsprechende Zusätze in der Silage über also über Milchsäurebakterien, die Essigsäure produzieren, und später in der TMR über entsprechende Zusätze können wir die aerobe Stabilität erhöhen. Was wir natürlich nicht können, ist über Zusätze in der Silage eine schlechte Entnahmetechnik ausgleichen. Das könnt ihr nicht.